Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks und heute auf der Karte Polargebiet mit dem Tex, der den AMX-30 für uns spielt und er ist hier noch im Zug mit einem GW-Tiger und den AMX-1390. Ja, Top-Tier ist er, das ist vernünftig und ansonsten mit zwei Achtern, da sollte doch das gut laufen, wenn man den Scout und eine Arti bei sich im Rücken weiß. Und dann schauen wir mal, wo er hinfährt. Und er nimmt jetzt erstmal hier die Anhöhe ein und will hier wohl ein bisschen scouten. Logischerweise nimmt er nicht die Heavy-Ecke, aber fährt auch nicht, wie man mit Mediums gerne macht, hier hoch erstmal. Also auch das unterlässt er, sondern erstmal wird geschaut, ob er da drüben vielleicht einen der vorhandenen TDs abgreifen kann. Weil die fahren ja da immer sehr gerne hoch. Das ist ja nichts Neues. In dem Fall leider nicht, aber jetzt auf den T-34. Aber da war noch nicht genug eingeaimt, dementsprechend kein Hit. Aber Typ 4 schwer. Da kann er sich sogar Zeit lassen, weil das Ding einfach so langsam ist, bis er da auch trifft. So, jetzt hat ihm scheinbar hier die Stellung schon gereicht. Er wollte wohl nur ein, zwei Hits da abgeben an die Vorbeifahrenden und das dann dementsprechend ausnutzen. Ja, hat er geschafft. Und jetzt geht's da, wo ich zuerst vermutet hätte, nämlich in den Norden. Da ist schon auch der erste offen, und zwar der T-25-2. Da war auch noch ein Ru, da ist er. Der scheint da fleißig zu spotten, aber bekommt auch schon eine und ein IS-3. Aber er drückt jetzt hier direkt durch, will jetzt wohl sich auf den Ru konzentrieren, so sieht es zumindest aus. Auto-Aim drin und da trifft er gleich und zündet ihn auch an. Da brennt er vielleicht sogar weg. Ja! Ja, so kann man sein Damage natürlich auch direkt machen, wenn man einfach mal mit dem ersten Schuss den Gegner anzündet. Und für alle, die so nicht wissen, den AMX-30 einzuschätzen, man kann ihn so Richtung Leo, also Richtung der Deutschen ziehen. Also er ist ähnlich mobil, er ist vom Spielgefühl einfach sehr ähnlich. Also wer mit dem Leo was anfangen kann, der wird sich hier auch sehr freuen. Wer mit dem nichts anfangen kann, der hat auch mit dem hier wahrscheinlich keinen Spaß. Also das sollte man schon sagen, wie es ist. So, Su auch weg. Und jetzt T-25-2. Rammen tut er ihn hier nicht. Nein, er umfährt ihn. Jetzt macht er den Nachschuss. Da hat schon der T-55A gewusst, okay, den brauche ich nicht machen, den macht der andere. Hat man auch gut gesehen, dass er weggeschaut hat. T20 trifft natürlich sofort, aber da bekommt er unmittelbar die Antwort und auch eine zurück. Die meisten Gegner sind jetzt noch in der Senke. So, und was macht der T25-2? Der stirbt. Ja, passt. Der ist kaputt. So, jetzt hat er der T20 den AMX-30 und er nimmt hier sich aber, denkt sich, ne, bevor den mein Mate bekommt, hol ich mir den, mach damit meinen fünften Kill und stehe kurz vor dem Krieger. So, der hat der Type 4 schon in seine Richtung geschaut, deswegen lassen sie den wohl erstmal stehen. Oder war das eine Ablenkung? Ne, sie lassen den tatsächlich erstmal stehen. Der AMX bleibt noch, also der AMX 1390 bleibt noch beim Type 4, aber er wiederum geht gleich hier unten auf die Hauptgefechtsgruppe, so kann man sagen. Und kann hier vielleicht jetzt noch was spotten für seine Arti. Weil rauszufahren, das könnte jetzt sehr schwierig werden, aber mit der Arti im Hintergrund und dann auch in seinem Team. Sie wird wahrscheinlich im TS sitzen und der sagt, okay, Schuss kommt. So, jetzt M103 leider keinen Schaden anbringen können. Boah, der CDC, das dürfte sein Tod werden. Aber so können die Jungs hier nochmal alle so ein bisschen wirken.
So, und vielleicht hier nochmal die Kette ziehen. Sehr schön, ja. Ah ja, also da Dauer getrackt halten. ST kann da gar nichts machen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. So, jetzt hat er doch da sehr gute Chancen, vielleicht auch noch was von dem M103 zu bekommen. Auf jeden Fall hat er hier schon den Krieger. Vielleicht kriegt er sogar noch Radley Walters. Die wäre noch drin. Müsste jetzt aber schießen. Oh, 10 Hitpoints. Ja, er macht die Radley Walters auch noch klar. Perfekt. So soll das sein. Also da hat er sich fleißig bemüht und hat hier dementsprechend den Schaden angebracht. War eine sehr schöne Runde und zeigt für mich der Spielstil. Diese Art von Panzer ist auch genau meins, weil ich jetzt wahrscheinlich nicht großartig anders gemacht hätte, ich die Chance gehabt. Hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.